Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Travel-Episode hier aus Kapstadt. Und heute haben wir einiges vor. Wir machen einen Roadtrip etc. pp. Ihr werdet das alles im Video sehen. Aber wie ihr seht, ist es schon ein bisschen dunkel geworden, ein bisschen spät. Deswegen drehen wir mal die Uhr ein bisschen zurück. Digga, good morning in the morning. Oh. Ei, 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 ei. Oh, ich komme auf Sachen, ey, ich sag's euch. Leute, es ist so schön bewölkt gerade noch. Schaut mal, hier so ein Nebel. Und die ersten Leute stehen hier schon tatsächlich. Aber später, ich schwör's euch, wenn wir gleich runterkommen, guck mal, hier kommen die nächsten, dann wird's einfach nur krank. Mega neblig heute. Man sieht einfach gar nichts. Aber ich glaube, der View wird richtig krass sein heute. What? Schön durch die Wolken. Manometer. Digga, die haben mich richtig erschrocken. Da oben sind so Wombats oder sowas. Junge. Ich zoome mal gleich nochmal rein. Nein, es kommt gerade die Wolkenwand. Shit, ey. Ihr Arschlöcher. Junge, Junge, muss ich echt aufpassen. Ja, wie schön hier der Hike einfach ist. Schaut mal, das wäre hier bei Zwistilla. Erster Stopp. Kompletter Abgrund einfach. Und hier kommt übrigens die erste Hürde. So eine Leiter, die man hier hochklettern muss. Aber eigentlich trotzdem auch easy machbar. Schau mal her, mit GoPro in der Hand und Kamera. Easy going, Alter. Ah, meine Mutter killt mich. Und weiter geht's. Der Berg ist auch einfach nur schön. Sorry für meinen Enthusiasmus am Morgen. Haare sind komplett nass durch den Nebel. Mein T-Shirt auch. Aber es hat sich mega gelohnt. Jetzt kommt schon wieder der übelste View hier auf den Tafelberg. Ey. Vor allem, wie schnell die Sonne einfach aufgeht. Gerade war es noch zappenduster. Und da dachte ich, ich bin in irgendeiner Höhle. Und jetzt... mega. Versprecht mir eins, ne, wenn ihr irgendwann mal hier in Kapstadt seid, macht bitte den Lionshead Hike. Und zwar so früh wie es geht. Also so früh wie es geht nicht, aber macht halt einfach um 4 Uhr oder 5 Uhr geht hoch. Ja, kann man dazu nicht sagen.
geschafft. Jo Leute, das war auf jeden Fall mit Abstand das geilste Gefühl, einfach mal schon wieder morgens aufzustehen. Man denkt sich so, boah, nee, kein Bock. Und dann wird man einfach sowas von belohnt mit der Aussicht hier. Und tatsächlich habe ich gerade auf meine Wetter-App geguckt und da steht, dass komplett bewölkt sein soll. Ja, stimmt. Nur nicht hier oben. Ich bin gespannt, was wir noch so heute erleben werden. Wir gehen jetzt erstmal runter und dann nehme ich euch natürlich mit durch einen kleinen Roadtrip hier. Ja, ein bisschen bewölkt. So, kurzen Break gehabt und ich habe mich gerade noch mit Mr. Goodlife getroffen, denn wir sind jetzt die nächsten 2 Tage zusammen unterwegs. Bevor ich aber jetzt den Roadtrip starte und zum Kap der guten Hoffnung fahre, bisschen bewölkt ist es, also nicht so wie auf dem Berg. Von dort aus hat man auf jeden Fall eine geilere Übersicht. Ach, ich gehe mal hier. Nee, doch nicht hier lang. Kaufe ich noch ein paar Sachen ein und zwar kaufe ich der Stella noch ein paar T-Shirts. Hoffentlich finde ich was Cooles, denn hier an der Waterfront, seht ihr hinter mir, auch wo das Riesenrad und sowas ist, gibt es ganz, ganz viele coole Surfshops. Und da kaufe ich jetzt ein paar Geschenke ein. Junge, Junge, ich bin ein richtiges Merch-Opfer. Ich habe jetzt gerade hier so ein neues Hawaii-Hemd. Die trage ich zu Hause nie, aber wenn ich im Urlaub bin, only. Das fühlt sich auch noch so geil an. Love it. Leute, ich habe jetzt auch noch ein bisschen was eingekauft und die Waterfront ist eigentlich so ein komplettes Shoppingviertel. Also hier überall Shops, dann gibt es hier die große Mall, wo ich gerade noch einkaufen war und hier gibt es noch ziemlich viele kleine Shops, wo man so Souvenirs kaufen kann und hier mit so einem Riesenrad fahren kann. Einfach nur schön aufgebaut, muss man echt sagen. Also so ein Kolonialstil, richtig heftig.